Hallo und herzlich willkommen zur 334. Folge. Let's Play Minecraft. Staffel 6 mit Cedric Essos am Start. Am Schlüssel. Und wir sind auf der Reise nach Himmelsstern. Nach Orientaria. Im Land Orientaria liegt Himmelsstern. Und da reisen wir hin und gucken mal, was dazu abgeht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Kaktus abgebaut habe. Vielleicht findet irgendwer mal hier hin und wundert sich, warum die Kakteen hier so stehen. Im Fackelkranz. Zack, und dafür deine. Hey, da wundert sich bestimmt irgendwann mal jemand. So. Nee. Das ist ein See. Ja, da ist ein Dorf. Hier waren wir ja auch schon. Alles Dörfer, wo wir schon waren hier. Aber schöne Gebilde hier. Hier ist viel, was. Zack. Okay. Mit der Axt geht's nicht sofort. Aber mit dem Schwert. Immer. Es geht mit dem Schwert immer. Oh, hier unten ist. Ist schönes Zeug. Ich glaube, das kann man in der Hand wieder zurück verknöbeln. Da geht ja auch nichts verloren. Ich mache erstmal hier Luft holen. Das ist richtig viel. Jetzt geht er hier noch weiter. Kurz Luft holen. Also eine richtig große Quelle hier. Das ist ja der Shit. Zack, 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 zack. Können wir sie überhaupt noch aufsammeln? Ich höre ein Skelett. Wir können das noch gar nicht mal mehr aufsammeln hier. Ja, wir sterben gerade. Nichtsdestotrotz. Können wir den da machen? Genau. Das sparen wir Inventarplatz. Müsste ja genau ein Stack sein jetzt hier. Noch irgendwas wo? Hier? Nee? Gucken wir mal nach, ob das genau ein Stack ist. Ungerade kann es nicht sein. Sogar mehr als ein Stack. Dann müssen wir die vier Klumpen wegwerfen. So, leid's mir tut. Tschüss, ihr Klumpen. Boot haben wir mitgenommen, sehr gut. Hier laufen wir durch einen Akazienwald. Ein Akazienbiom, eine Savanne, wie es auch genannt wird. Und ja, ich sehe auch gerade das Dorf. Das Dorf ist aber schon erkundet. Wir können ja trotzdem mal hingehen, um euch zu präsentieren. Haben wir Schafe getötet? Nein. Um euch zu präsentieren, dass wir hier ein Akazien-Dorf gefunden haben. Schaut das nicht herrlich aus. Bisschen zerklüftet, aber alles aus Akazienholz. Außer die Kirche. Aber die steht aus einem Podest. Und die Türen hier. Kommt ihr überhaupt hoch? Hm. Die haben ja auch alles Mögliche. Und einen Steg zum Angeln. Hinten auch. Die sind direkt geschlossen hier mit dem See. Wir gehen aber gegen Norden.
Immer gehen Norden. Platsch. Platsch, Plansch. Lassen das Dorf hinter uns. Und haben jetzt gleich wieder. Zack, jetzt haben wir noch 30.000 Block vor uns. Ist schon noch eine lange Reise. Aber wir verkraften das. Und bis wir dort angekommen sind, dann können wir bestimmt auch neue Erfahrungen mitnehmen. Neue Bauweisen eventuell. War gerade ein Höhlengeräusch, okay. Und eventuell auch Eindrücke aus dieser Welt. Aber wir gucken erstmal uns diese Umgebung hier an. Wir müssen feststellen, dass da hinten wieder eine Wüste kommt. Aber es ist eine kältere Wüste wie erfunden, habe ich irgendwie den Eindruck. Zack. Bin ich immer noch zu zweit? Ja, wir sind noch zu zweit. Zeit ist aber mal. Ich laufe, glaube ich, nicht hier lang. Muss ich nämlich schwimmen. Oder ich nehme das Boot raus für die kurze Strecke. Aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ist hier irgendwas was Besonderes? Nee, nur ein Berg, der herausragt. Wie so eine geheime Statue. Ja, wir laufen zielstrebig in deine Richtung, Sonnenschein. Und hier ist ein Wüstenzombie. Wird mir zumindest auf der Minimap angezeigt. Sehr mysteriös. Hier ist ein Ozean laut Karte. Können wir ja auch mit dem Boot rübersetzen. Guck mal, hier ist das Wasser noch warm. Zumindest noch angenehm warm. Was ist das? Aha. Aha, aha. Konstruktionsfehler, Mr. Mojang. Oh, hier wird es schon etwas frischer, so wie ihr seht. Die Musik wird auch langsam keltischer. Es liegt auch Eis am Ufer. Und wir prallen jetzt auch gleich gegen Eis. Eieiei. Unser Boot friert gleich ein. Ich glaube, wir müssen hier aussteigen. Oh, kalt, kalt, kalt. Brrp, brrp. Es ist kalt. Hätte mir vielleicht ein Feuerzeug hier mitbringen müssen. Wir müssen schnell durch dieses Biom. Ganz schnell. Eieiei. Ganz, ganz schnell. Einfach nur hier durch. Immer in diese Richtung. Schwebende Eisplatten. Das sind auch Schneeverwehungen wahrscheinlich. Hier sind die Winterhasen. Da passt ja die Musik zum Programm. Muss man ja wirklich mal sagen. Guter Einstieg. Die Sonne geht auch bald wieder unter. Ich sehe es auch auf der Uhr. Mal gleich mal ausprobieren hier. Anscheinend soll das Boot ja auf Eis super schnell sein. Whee! Ist es auch. Und es ist wieder weg. Ne, da ist es. Zack.
Na, mit Schwert klappt es jetzt auch immer mal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack. Nehme ich mal unser Bett in die Hand. Und schlafen wir mal irgendwo. Ich kann nur nachts schlafen. Aber es muss doch hier. Schlucht. Irgendwo die Möglichkeit geben zu schlafen. Zack. Bis zur nächsten Folge.